Turn it up! Hallo und herzlich willkommen zu Staffel 2 von Homefront. Ja, es geht weiter. Also, ich bin gerade am Hochladen von Staffel 1, Part 1 und 2. Also, es ist bloß ein Tag zwischen Staffel 1 Aufnahme und Staffel 2 Aufnahme. Ich konnte es einfach nicht erwarten, dieses Spiel weiter zu spielen. Also, ich freue mich tierisch. Also, ich konnte es nicht abwarten bis nächste Woche, bis meinen normalen gesetzten Aufnahmetermin. Ich muss einfach jetzt schon weiterspielen. Scheiße! Also deswegen geht's jetzt schon weiter. Ohne Momento. Option, Spiel. Ah ne. Zurück. Steuerung. Warum hat er jetzt meine Steuerung nicht genommen? Das ist scheiße. Ah, bei Steam Cloud speichern? Ach so. Nachladen. Nahkampf. Genug gehen. Punkt. So. Bei Steam Cloud. Na. Steam Cloud speichern. Zurück. Aber normalerweise müsste mein Steam. Ah, natürlich, zeigt er nicht an, aber das müsste eigentlich so passen. Hä? Moment mal. Ja, sorry Leute, also ich hab jetzt eben doch gedacht, dass das wenigstens so gespeichert bleibt, aber war ich wohl falsch in der Annahme. Jetzt. Also das war jetzt eben nicht zu vermeiden. Ich dachte, ich kann jetzt gleich loslegen, dass dies gespeichert wird, wie halt bei jedem normalen Spieler. Lag ich wohl ein bisschen falsch. Ich glaube, ich rieche koreanisches Grillfleisch. Oh Mann, Connor! Also... Wow! Natürlich. Sorry Leute, ich muss nochmal eine Option. Ich habe genau das Nachladen und die Nahkampf vertauscht. Also das ist doch... Ne, warte mal. Nahkampf. So. Steam Cloud speichern, zurück, fortsetzen. Genau. So, jetzt kann's aber weitergehen. Los zur Vorderseite des Ladens. Weg da. Stürzt bloß. Genau, jetzt ist alles super. Bewegung, ich werde lieber erschossen als zu verbrennen. Ja, ich denke mal, das ist auch nicht so schmerzhaft, dieses Entschießen. Und ich will nicht totgehen. Nicht gleich am Anfang. Oh, Granate von hinten. Ja, ich hoffe, dass mit den Lecks jetzt weniger geworden ist. Hoffe ich doch mal. Komm schon! Weil, ja. Scraps neu gestartet und alles. Wegen jetzt Staffel 2 aufnehmen. Und jetzt hat er, glaube ich, die ganzen Einstellungen, so wie ich es habe, gespeichert. Ich habe auf die vollen Frame-Anzahl, die kompletten 60. Und jetzt los, sieht doch so flüssig aus. Also ich hoffe... Die Treppe hoch. Ich hoffe jetzt, dass es... Na los, zum Dach. Verdammt. Ah, Moment. Ich probiere jetzt noch kurz nochmal was raus. Ich bin gleich wieder da. So Leute, da bin ich wieder. Hab nochmal in den Grafikeinstellungen nochmal geguckt. Warum habe ich gerade solche Frame Drops? Nur jetzt geht's. Also diese Lecks. Wenn ihr das hören könnt, wir haben zwei Truppentransporter gesichert und ziehen ab. Kommt zum Parkplatz. Wiederhole, wir ziehen ab. Hörst du? Wir sind fast da. Durchhalten. Los, rauf. Nein, wir sind fast raus aus dieser Scheiße. Verstanden, ich bin bereit. Ne, auf jeden Fall, diese Lecks, die werden echt verursacht von Fraps. Das ist meiner Meinung nach ganz schön scheiße.
Irgendwie kommt Fraps nicht mit Homefront klar. Was muss ich hier machen? Töte Missionsziele, gar keine. Hallo, was muss ich denn hier machen jetzt? Muss ich Gangs wegspringen? Muss ich Gangs aufmachen? Ich kann noch nichts machen. Hä? So wie das aussieht, müssen wir einfach nur warten. Ja, wie gesagt, auf jeden Fall, die Lags werden von Fraps erzeugt, immer wenn er gerade eine neue Datei schneidet. Also das ist eigentlich unerhört von Fraps, das hat er bei mir vorher noch nie gemacht. Und das finde ich einfach nur blöd. Was muss ich denn hier machen, verdammt Angst? Kein Missionsziel? Moment mal, ich schmeiß da jetzt einfach mal eine Granate hin. Muss ich da was machen? Nö. Muss ich denn hin? Bin ich denn doof? Kann ich irgendwas übersehen? Nö. Nee. Oh, was hast du denn? Oh! Oh! Oh, oh, oh. Na, natürlich. Gib mal wieder zu reden. Reden. Lesen. 21. Januar 2025. Abschiedsrede des Präsidenten an das Volk der Vereinigten Staaten von Amerika. Der Präsident verlässt das Weiße Haus nun nach zwei Amtsperioden. Hier ist ein... Was? Hier ein paar Auszüge aus der Abschiedsrede. Ja, Leute, also jetzt mein Deutsch, meine Versprecher und alles, braucht ihr euch nichts bedenken. Ihr kommt gerade von Arbeit, müsst ihr den ganzen Tag übers reden, also von daher kann sowas schon vorkommen. Die USA haben sich verändert, seit ich das Amt vor 8 Jahren in einer Zeit übernahm, die viele als die schlimmste wirtschaftliche Depression in der Geschichte des Landes bezeichnet haben, kombiniert mit der grausamsten Pandemie in der gesamten Menschheit, waren wir gezwungen, einige schwierige Entscheidungen zu treffen, um unser Bund zu bewahren. Das Kriegsrecht, seit 100 von Jahren illegal, wurde vermeidbar. Wir wussten unsere Wohnungen und Häuser... wir mussten unsere Wohnungen und Häuser verlassen. Ohne die Hilfe vieler anständiger Männer und Frauen, die in Uniform dienten, wären viele unter dem Druck der Bedrohung durch Hunger und Enteignung, Diebstahl und Mord verfallen. Ich wurde von Gegnern als Diktator und von Verbündeten als Größen wahnsinnig beschimpft. Aber ich habe immer versprochen, unsere Soldaten werden die Straßen verlassen, sobald nicht mehr notwendig ist. Heute übergibt die Armee die Kontrolle über Detroit. Wieder an zivile Behörden. Unser Kriegsrecht endet in diesem Land für immer. Achso, geht noch weiter. Oh. Es ist ein Zeugnis der Vision unserer Ahnen, dass dieses großartige Land in der Lage war, die ihm gestellten schweren Aufgaben und den daraus folgenden Kummer zu bewältigen und daraus am Ende gestärkt hervorzugehen. Es ist ein Zeugnis der Stärke des amerikanischen Volkes, dass es in der Lage war, Opfer zu bringen und Veränderungen vorzunehmen, während wir unser Land neu aufgebaut haben. Vieles in unserem Land ist bis zur Unkenntlichkeit verändert worden, durch Krankheit, Hunger, Tod und die Erschöpfung aller Ressourcen. Aber es ist eine Wahrheit, dass nichts in dieser Welt so beständig ist wie der Wandel. Und es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass die Seele unseres Landes trotz der Veränderung seines Aussehens rein und hell geblieben ist. Ein scheinendes Licht in einer Welt, die sich verfinstert hat. Diese friedliche Veränderung der Macht ist ein Zeugnis dieser Tatsache. Es ist mein innigster Wunsch, dass mein Nachfolger die Arbeit, die wir als Land bewältigt haben, nehmen und uns zu einer neuen Nation formen kann und dabei den Wandel als positive Sache begrüßt, während er sich an die Grundfesten erinnert, auf die unser Land aufgebaut ist. Ich verabschiede mich positiv von Ihnen. Es war mir eine Ehre, Ihnen in dieser dunkelsten aller Stunden zu dienen. Gott segne Sie alle und Gott segne Amerika. War doch mal was. Und ich weiß immer noch nicht, wie dir weitergeht. Das ist doch blöd. Hey, kannst du mir nichts sagen? Hallo. Oder musst du hier was machen? Sitzt du hier bloß einfach doof rum? Hey, mach doch was. Ich soll ja nicht. Ich habe keine Missionsziele, muss ja was machen. Ich denke mal, das
muss hier weg. Hey. Hammer, gibt's doch ja nicht. Ich hab hier keine. Au. Was muss ich hier machen? Was muss ich hier machen? Oder ist das der erste Bug vom Spiel? Man weiß es nicht. Los! Geh da! Hoch jetzt! Da musst du hin! Da musst du hin! Garantiert, du musst garantiert hoch! Und die Tür da wegmachen! Los jetzt! Weg mit dir! Oh, das gibt's doch ja nicht! Ist das echt jetzt ein Bug vom Spiel oder was? Inzwischen kann ich auch noch nicht. Was ist das denn? Garantiert, weil ansonsten hätte ich dazwischen können, der muss garantiert hier das Ding umkippen. Garantiert. Weil hier kann ich nichts machen. Weg da! Du stehst mir voll im Weg schon wieder. Hm. Ja, kann ich jetzt machen. Ich werde hier kurz mal Aufnahme stoppen. Nochmal ein bisschen spielen. Vielleicht ist das jetzt echt wirklich ein Bug. Also ich weiß es nicht. Also wir sehen uns hier an dieser Stelle gleich wieder. So Leute, da bin ich wieder. Genau im Gespräch. Er ist jetzt mit hochgekommen. Wir ziehen ab. Hörst du? Wir sind fast da. Durchhalten. Hopper, pack ein. Wir sind fast raus aus dieser Scheiße. Verstanden. Ich bin bereit. Sag ich doch, das war ein Bug. Und diese Lecks, also ich habe die Lecks eben wieder gehabt. Das liegt echt nicht am Fraps, das liegt am Spiel. Das Spiel hat noch Fehler. Also die Spiel ist echt noch von Lecks befallen. Also ich habe nichts gesagt zu Fraps jetzt. Also liegt doch nicht an Fraps, das liegt echt am Spiel. Die Laster sind hier, gib uns Deckung. Feuer auf die KVA. Jacobs, benutzt. Mach ich doch. Achso, haha. Nee, was war das? Vier. Runter von dem Dach, ihr müsst springen. Mach ich doch, bin doch schon unterwegs. Also, die Lags kommen, wie gesagt, echt vom Spiel. Das ist genauso wie Black Ops. Der Multiplayer so verbuggt ist hier halt noch. Ja, ich komm noch nicht hinterher, Mensch. Also hier ist echt noch ein bisschen der Singleplayer verbuggt. Na gut. Ich glaube in Staffel 1 habe ich auch schon gesagt, der erste Patch für Homefront soll ja 3 GB oder sowas groß sein. Und der soll ja auch demnächst erscheinen. Und ja, leider kann ich dagegen nichts machen, außer halt drauf warten. Und ich kann ja nur eigentlich schon. Alles auf höchste Stufe erledige spielen. So. Bin ja schon außer mega, schon mache ich ja schon. So, dummes Auto. Oh. Wurde von der Brücke platt gemacht. Das ist ja auch mal was. Menge Leute verloren. Wir haben die Laster, nur darauf kommt es an. Holen wir Hopper und dann ab nach Hause. So. Speichern! Ja, und speichern kann ich nicht. Oh, Errungenschaft freigeschaltet. Aus Meldungen zufolge wurde heute ein riskanter Angriff auf das KVA-Nachschubdepot in Montrose gestartet. Obwohl der Widerstand schwere Verluste hinnehmen musste, war der Einsatz ein Erfolg. Der Mut und die Opferbereitschaft dieser Frauen und Männer werden nicht vergessen werden. Auch unsere Feinde werden diesen Tag in Erinnerung behalten. In der ganzen Besatzungszone hat die KVA die Sicherheitsvorkehrungen erhöht und Zivilisten gezwungen, Mitglieder des Widerstands zu identifizieren. Es sind erschreckend viele Bürger verschwunden und es gibt Berichte von Folterungen und Exekutionen. Manche stellen die Rebellion in Frage. Sie fürchten Repressalien, mitten in der Nacht verschleppt zu werden. Der Preis unserer Freiheit war schon immer hoch. Wir müssen zusammenstehen.